Herzlich willkommen auf der 20. Gulasch-Programmiernacht. Es ist 22 Uhr, die Zeit für das aufgeweckte Kind. Wir haben mit Tanja eine Mehrfachsprecherin auf der Gulasch-Programmiernacht. Sie hat uns schon über ihr Leben als Amazon-Produkttesterin erzählt, über das Leben jenseits der Koboldgruft, wo es um Hochschaubahnen und ähnliche aufregende Dinge gibt. Und das eine Thema, das sich durch alle Talks durchzieht, sind die Katzenbilder, mit denen sie uns dankenswerterweise nicht verschont. So auch heute. Eigentlich ein anspruchsvolles Thema, vielleicht bis für die Beteiligten noch ein bisschen anstrengend manchmal, aber auf jeden Fall interessant. Und daher, mehr will ich euch gar nicht darüber erzählen, weil dafür ist sie eigentlich da. Bitte begrüßt mit einem ganz, ganz großen Applaus die Tanja und mein Leben mit Borderline. Hallo, danke schön. Ich habe die Diagnose Borderline vor über 20 Jahren bekommen, habe seitdem verschiedene Therapien und Therapieformen ausprobiert. Ich habe noch andere psychische Erkrankungen. Als erstes möchte ich euch aber eigentlich sagen, ich bin mehr als meine Psyche, wir sind alle mehr als unsere Psyche. Wie Lyra schon gesagt hat, Freizeitparks, Katzen sind meine Hobbys, Doctor Who, Fotografieren, vor allem Sonnenuntergänge auch. Genau, und die Talks habt ihr jetzt ja auch schon gehört. Ich bin etwas nervös, es tut mir leid. Genau, ich möchte als Disclaimer noch sagen, dieser Talk enthält meine Sicht, Wissen und Erfahrung von einer Betroffenen. Ich möchte euch die komplexe Persönlichkeitsstörung Borderline ein bisschen näher bringen und sie vor allem für Interessierte und Angehörige greifbarer machen. Psychologische Vollständigkeit, Wissenschaftlichkeit nicht inkludiert, aber ich versuche mein Bestes. So, ganz wichtig ist mir, es gibt nicht die eine Borderline-Persönlichkeit. Der DSM-5 nennt 9 Kriterien für die Diagnostik, von denen 5 oder mehr für die Diagnose Borderline zutreffen müssen. Ich habe eine kleine Rechenaufgabe für euch. Es gibt 9 Kriterien, 5 oder mehr müssen zutreffen. Wie viele unterschiedliche Typen Borderline gibt es denn? Ich hab euch Katzenbilder versprochen, aber der Mann, der lieber in den Nachbartalk gegangen ist, meinte, lass sie bitte nicht rechnen, es gibt nur Diskussionen. Außerdem, ich wollte euch noch mehr zur Diagnostik und Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung erzählen. Der Wiener Opa, der hat aber Nein gesagt, weil 44-Minuten-Talks sind schon zu lange. Ich habe dir eine Folie versprochen. Aber er hat ja auch recht, denn der Talk wäre tatsächlich zu lang, nicht so alltagstauglich, um es ein bisschen verständlicher zu machen. Und außerdem sagt Batman, zu viel Theorie ist langweilig. Ein Vorurteil möchte ich euch aber noch erklären. Borderline sei eine reine Frauenkrankheit, heißt es oft. Vorab, es gibt keine statistischen Daten zu non-binary people. Deswegen, die Wissenschaft unterscheidet immer noch bei Borderline zwischen Männern und Frauen. So von mir keinerlei Wertung. Borderline ist nicht vom Geschlecht abhängig. Tatsächlich ist es wohl so, dass 60% der Betroffenen Frauen sind, 40% Männer. Die Statistik kommt daher, dass Frauen eher intrinsische Symptome haben, statistisch eher in Therapie gehen, wo dann die richtige Diagnose Borderline gestellt wird. Bei Männern ist es, wie gesagt, statistisch dann so, dass es sich eher als Aggressivität, Kriminalität, Suchtverhalten zeigt. Und dann wird eben nur Alkoholsucht diagnostiziert, aber nicht Borderline zum Beispiel. Ich habe mir gedacht, wie bringe ich euch Borderline am besten nahe? Und es gibt verschiedene Metaphern, um Borderline greifbarer zu beschreiben. Eine davon ist, Borderline ist wie Wildwasser-Rafting. Wir Borderliner sitzen in einem Boot, im Wildwasser, das von einer Stromschnelle von einem Wasserfall zum nächsten getrieben wird. Und wenn ich sage getrieben, meine ich wirklich getrieben. Wir können da auch nicht viel machen. Wir sind also ständig in der Gefahr, dass das Boot kippt, wir aus dem Boot fallen und ertrinken, weil schwimmen können wir auch nicht. Natürlich kann so Wildwasser-Rafting ein Kick sein, aber wenn man die falsche Ausrüstung hat, ist es ein ziemlicher Horrortrip. Jetzt gibt es die DBT-Therapie, dialektisch-behaviorale Therapie, die besteht aus kognitiver Verhaltenstherapie und Elementen des Zen-Buddhismus. Die wurde speziell für Borderline entwickelt und hat die 6 Komponenten Achtsamkeit, da geht es darum, innere Anspannung zu erkennen. Also, wie geht es mir gerade? Ich merke zum Beispiel gerade, ich bin echt nervös, es wird aber so, wenn ich spreche, langsam besser. Es geht um zwischenmenschliche Fertigkeiten, das sagt euch vielleicht was, das ist so ähnlich wie soziales Kompetenztraining, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört.
Umgang mit Gefühlen, da ist es ganz wichtig, weil wir Borderliner denken oft, wir sind unsere Gefühle. Aber nein, ich bin nicht meine Gefühle und meine Gefühle sind nicht Handlungsimpulse und Handlungsimpulse sind nicht Handlungen. Nur weil ich ein Gefühl habe, muss ich nicht sofort danach handeln. Es geht auch darum, Stresstoleranz, wenn ich angespannt bin, nervös bin, was kann ich machen? Und wir Borderliner haben oft ein Problem mit Selbstfürsorge, also Selbstwert. Marsha Linehan hat es schön beschrieben, DBT ist der Weg aus der inneren Hölle. The bottom line is that if you are in hell, the only way out is to go through a period of sustained misery. Misery is, of course, much better than hell, but it is painful nonetheless. By refusing to accept the misery that it takes to climb out of hell, you end up falling back into hell repeatedly, only to have to start over and over again. Da widerspricht Marsha Linehan mit der DBT offensichtlich Einstein, der sagt, immer wieder das Gleiche tun und anderes Ergebnis erwarten ist Wahnsinn. Bei DBT ist es gerade sinnvoll, den Skill immer wieder anzuwenden. Irgendwann hast du ihn verinnerlicht. Habe ich selber ausprobiert, es funktioniert. Okay, ich bin natürlich auch wahnsinnig. Borderline ist übrigens nicht heilbar. Es gab kürzlich einen Artikel im Spektrum, da habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Die Überschrift war Borderline von wegen lebenslänglich. Dann beschreiben sie aber die Symptome, die man das Leben lang weiter hat. Weil DBT kann uns zwar stabilisieren, aber es gibt bei Borderline körperliche Auffälligkeiten, die im MRT, CT und so weiter festgestellt wurden. Zum Beispiel Hypersensibilität gegenüber emotionalen Reizen. Das führt zu intensiven und lang anhaltenden Stressreaktionen. Die kognitiven Kontrollfunktionen sind bei uns unterentwickelt. Ich hoffe, ihr könnt es in der Grafik erkennen, die hyperaktiven und die zu wenig aktiven Gehirnregionen. Und es wurde auch festgestellt, dass Borderliner einen veränderten Hormonspiegel haben. Wir haben eine erhöhte Cortisolkonzentration, also mehr Stress, und eine zu niedrige Oxytocinkonzentration, das ist das Bindungshormon. Deswegen haben wir Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Was die DBT bewirkt? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, Moment. Es ist nicht so, dass wir durch DBT ruhiger werden und dauerhaft nur noch erst ganz idyllisch eine Bootsfahrt machen. Nein, die Achterbahn, die Borderline ist, ist immer direkt neben uns und wir sind immer wieder in der Gefahr, in diese Achterbahn reinzufallen. Das habe ich schon angesprochen, Borderline ist wie ein Leben auf der Achterbahn. Und wenn ich es so beschreibe, es ist immer vor der DBT, zumindest wie es für mich war, und später. Und vor der DBT ist es wirklich wie ein wild gewordener Dunkel-Launchcoaster. Du wirst plötzlich rumgerissen, es geht plötzlich los mit Emotionen und ich selber merke gar nicht, warum. Und plötzlich geht es nach rechts, plötzlich geht es nach links, du hast das Gefühl, ich falle gleich aus der Achterbahn raus und du weißt nicht, warum. Das Leben als Borderliner ist geprägt von plötzlichen Stimmungsschwankungen, von immer wieder irgendwas abbrechen, von Aufgeben. Also der Lebenslauf eines Borderliners ist typisch so, Job abgebrochen, Freundschaft abgebrochen. Ein Beispiel von mir ist aus meinem Mathe-Abi 2002, 2003. Typisch Borderline, ich habe eine Aufgabe im schriftlichen Mathe-Abi nicht verstanden. Ich hab die Aufgabe nicht begriffen. Ich bin da rausgegangen, habe dem Mann, der mir damals Nachhilfe gegeben hat, gesagt, so, ich falle jetzt komplett durchs Abi. Jetzt können wir gucken, ich kriege nur noch den Realschulabschluss. Was machen wir jetzt? Ich war total depressiv, ich war komplett fertig, weil ich diese eine Aufgabe nicht verstanden habe. Ich bin am nächsten Tag ins Sekretariat, habe gesagt, so, ich möchte mich bitte fürs mündliche Abi in Mathe anmelden. Die so, es ist viel zu früh, du musst noch 4 Wochen warten, mindestens. Warte doch mal auf deine schriftliche Note. Ich so, nein, ich weiß, ich bin komplett durchgefallen. Irgendwas müssen wir tun, um das irgendwie zu reparieren. Mein Mathelehrer ist durchgedreht, weil er wusste, ich kann nicht ins mündliche Abi, weil ich Mathe nicht erklären kann, wenn ich sprechen muss. Ich konnte die Aufgaben lösen. Und der Mann ist durchgedreht, weil ich so komplett neben der Spur war. Jetzt gibt es, wie gesagt, den Komponente Achtsamkeit bei Borderline. Die hilft uns, Situationen nicht zu bewerten. Was ist denn in der Realität bei meinem Mathe-Beispiel passiert? Ich habe eine Aufgabe von mehreren nicht verstanden. Heißt, ich werde keine 15 Punkte bekommen. Okay, ich wurde mit 12 Punkten eingereicht. Ich werde aber keine 15 bekommen, was ja eh nie das Eingereichte war. Bewertung ist alles andere. Und das wollen wir aber gerade bei Borderline nicht mehr, weil uns das so aus der Bahn wirft. Das führt nämlich dann zu Abbrüchen, so hier, ich breche das Abi gerade komplett ab oder teilweise sogar auch zu Suizid wegen Depression. Das macht die Borderline-Betroffenen selbst und unsere Umgebung halt auch wahnsinnig. Deswegen, was ist tatsächlich passiert? Achtsam die Situation erstmal aushalten. Mit der DBT erkennen wir also, unsere Borderline-Achterbahn hat ein Layout. Erkennt jemand von euch die Achterbahn?
Danke. Genau, die Blue Fire aus dem Europapark. Da sind der Mann und ich morgen und übermorgen, anstatt dass wir nochmal hierher kommen, deswegen habe ich die Blue Fire gewählt. Und wir Borderliner erkennen mit der DBT, ich bin dieser Achterbahn nicht hilflos ausgeliefert. Es wird mich immer wieder in den Launch reißen, aber ich sitze da nicht hilflos. Ich kann es vorhersehen und ich kann es vielleicht auch anders gestalten. Und ich kann Situationen aushalten. Und vielleicht kann ich diesen Launch doch bremsen, indem ich Skills anwende. Jetzt einige von euch kennen die Blue Fire vielleicht schon. Es wird trotzdem immer wieder passieren, dass mich diese letzte Rolle von der Blue Fire komplett aus dem Takt wirft. Aber ich kann besser damit umgehen, dank der DBT. Die Achterbahn bleibt da, aber ich kann besser mit ihr umgehen. Jetzt Tipps für Angehörige. Achtsamkeit ist auch für Angehörige wichtig. Dazu muss ich noch sagen, Angehörige im Sinne der DBT ist jeder, der mit einem Borderliner zu tun hat. Also nicht nur der Partner, die Familie, sondern auch Freunde, Kollegen, die regelmäßig Borderline-Stimmung mitbekommen oder auch beim ZERT auf dem Kongress oder so, das sind auch Angehörige im Sinne der DBT. Und für Angehörige ist es wichtig, weil Angehörige werden ganz oft selbst mit auf dieser Achterbahn landen, ob ihr es wollt oder nicht. Selbst wenn man sich nicht mitreißen lässt, bekommt man ja die Stimmung mit, die der Borderliner gerade hat, ob ich jetzt depressiv bin oder zu hoch mit den Gefühlen. Deswegen ist es für Angehörige wichtig, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen, um sie mitteilen und dann natürlich auch verteidigen zu können. Weil ja, wir Borderliner haben so ein gewisses Problem damit, Grenzen zu akzeptieren, vor allem, wenn wir sie nicht verstehen. Und auch ganz wichtig, achtsam mit dem Borderline-Betroffenen umgehen. Merken, vielleicht auch schon vor mir, der Mann ist da mittlerweile ganz gut drin, so, leg deinen Talk gerade weg, du kannst da nicht mehr dran schreiben, Tanja. Weil gerade bringt es dich zu sehr aus der Bahn. Und dann das rechtzeitig merken. Eine andere Metapher, um Borderline greifbarer zu beschreiben, ist, Borderliner sind wie Vulkane. Wir Betroffenen sind, also wie gesagt, vor der Therapie ständig bedroht von einem Ausbruch, der uns selber überkommt. Wir verstehen nicht, warum es passiert, also können wir es auch nicht kontrollieren, dass es nicht passiert. Borderline überkommt uns selbst wie eine Naturgewalt und natürlich auch unsere Angehörigen. Für Angehörigen sind diese extremen Explosionen schwierig zu verstehen, noch schwieriger auszuhalten. Als der Mann gesagt hat, Tanja, leg diesen Talk weg, da kam er rein, meinte, ich gehe kurz einkaufen, ich saß am Laptop, hab was recherchiert und ich so, ja, so halt nicht. Das beste Beispiel, was ich mal gefunden habe, war von der Seite Wachstum durch DBT. Schaut euch mal die beiden Blautöne der Handtücher an. Es gibt einen Unterschied. Stellt euch vor, ihr müsst diesen Unterschied benennen, die Namen der beiden Farben parat haben. Wenn nicht, droht euch irgendein körperliches Leid. Ihr habt 1, 2, 3, Zeit vorbei. Das ist der typische Stress von Borderline. Witzig fand ich, der Mann, der hat ja Autismus, ist ja bekannt, auch durch den Freizeitpark-Talk, meinte, er hat ein ganz anderes Problem. Diese Handtücher sind nicht blau. Das ist lila und mint. Ja. So, jetzt der zur Stresstoleranz, der DBT. Auch hilfreich bei Autismus, bei Autisten haben wir dann auch dieses Overload oder so, hilft uns, unsere eigene Spannungskurve und Frühwarnzeichen für Anspannung zu erkennen. Also ich wusste zum Beispiel seit 2 Stunden, als ich in Lyras Talk saß, schon, ich werde gleich furchtbar nervös sein, ich bin immer angespannter. Und dann hilft es uns auch, Skills spannungsabhängig einzusetzen. Am Anfang der DBT muss man täglich, vielleicht auch mehrfach täglich, so ein Spannungsprotokoll ausfüllen und die eigene Spannungskurve beobachten. Das ganz Fiese bei Borderline ist, normale Menschen sind morgens beim Aufstehen, bevor es wirklich mit Stress losgeht, so bei Anspannung 30. 0 ist schlecht, bei 0 seid ihr tot. Wir Borderliner bauen nachts unseren Stress nicht ab. Wir sind bei 50, 60 morgens beim Aufstehen. Und das ist natürlich für uns selber anstrengend, aber dadurch knallt es auch morgens dann eher und wir sind morgens schon komplett aus der Bahn. Deswegen ist es wichtig, mit Skills zu erkennen, auf welchem Niveau, Stresslevel wir gerade sind und was wir tun können. Weil wir wollen auf keinen Fall über 70. Über 70 brauchen wir dringend Stresstoleranz-Skills und wenn wir über 100 sind, dann explodieren wir. Das geht uns aber allen so, auch normalen Menschen. Und dann gibt es verschiedene Skills zur Stressreduzierung, körperliche Aktivität, geh mal eine Runde um den Block, kennt glaube ich jeder, auch Atem- und Entspannungsübungen. Was ich in der DBT gelernt habe, Kopfkino. Wenn ich gerade über 70 bin, weil ich mich mit dem Mann streite, darf ich mir vorstellen, dass ich ihm irgendwas ins Essen mische. Und ich darf mir vorstellen, wie ich das kaufe, wie er es dann isst und es nicht merkt.
Ich darf es nur nicht umsetzen, aber meine Gedanken und Gefühle sind nicht meine Handlungsimpulse und nicht meine Handlungen. Und wenn mir das hilft, von weit über 70 zurückzukommen auf meine Normalanspannung, ist das in Ordnung. Sinnesbezogene Skills, lauter Musik hören zum Beispiel. Ganz wichtig sind auch Skills-Ketten. Was bringt es mir, wenn ich normalerweise Anspannung 50, 60 habe? Ich bin bei 100, gehe zurück auf 90. Knallt es trotzdem gleich wieder. Und mein Ziel muss deshalb, oder auch das von normalen Menschen, die normale Anspannung sein, um Stress abzubauen. Sonst gibt es Ping-Pong. Also mehrere Skills aneinander koppeln. Das ist vor allem bei selbstverletzendem Verhalten auch besonders wichtig, weil wenn ständig dieser Reiz da ist, sich selbst zu verletzen. Zu selbstverletzendem Verhalten möchte ich wegen Triggern nicht viel sagen. Nur geht es mir darum, mit zwei Vorurteilen aufzuräumen. Ganz oft heißt es, alle Borderliner verletzen sich selbst und deshalb ist Borderline immer nach außen sichtbar. Und darauf aufbauend, je schwerer das selbstverletzende Verhalten ist, desto schwerer ist Borderline ausgeprägt. Tatsache ist, viele Borderliner haben ein verringertes körperliches Schmerzempfinden, wohl auch durch die veränderte Gehirnaktivität, ich zum Beispiel nicht. Und selbstverletzendes Verhalten ist eins von 9 möglichen Kriterien, es ist kein Zwang. Ich zum Beispiel habe kein selbstverletzendes Verhalten. Also selbstverletzendes Verhalten muss nicht auftreten. Ziel der DBT ist es, dass wir Borderliner erkennen, wir können unsere Ausbrüche nicht nur verhindern, sondern wir merken, wenn sie kommen, wir können unser Spannungslevel kontrollieren und dadurch wird unser Leben und dadurch das unserer Angehörigen einfacher. Aber wie ich schon gesagt habe, Borderline ist nicht heilbar. Tatsache ist, dass DBT die Symptome und Auswirkungen verbessern kann, es kann uns stabilisieren, aber die zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, Probleme in Beruf und Alltag, die bleiben immer. Tipps für Angehörige wieder. Stresstoleranz ist, habe ich schon angesprochen, für jeden wichtig. Ich meine, ihr kennt es selbst, wenn ihr gerade im Stress im Job seid oder so. Aber jetzt stellt euch mal vor, dazu kommt noch ein Borderline-Vulkan. Deswegen ist es wichtig, als Angehöriger das eigene Spannungslevel zu erkennen. Weil wenn du selbst über 70 bist, kannst du deinem Borderline nicht helfen. Die Situation eskaliert. Und das Spannungslevel des Borderlines zu erkennen, ist auch wichtig. Denn wer im Boot in Hochspannung versucht, sein Leben zu retten, der braucht niemanden, der ihm erklärt, wenn du jetzt in diese Richtung paddelst, könnte das funktionieren, sondern da braucht jemand, der dieses Boot mit rumreißt, von diesem Wasserfall wegreißt und verhindert, dass ich ertrinke. Jetzt gibt es noch das Vorurteil, dass wir Borderliner alles dramatisieren. Ich habe euch ja gerade gesagt, wir sitzen selber auf diesem Vulkan, wir sind dieser Vulkan und es überkommt uns wie eine Naturgewalt, wir sitzen in diesem Boot. Ich kenne keinen Borderliner, der noch in der Lage ist, irgendwas zu dramatisieren, weil wir unsere Gefühle ja gar nicht steuern können. Dieses Dramatisieren ist bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung der Fall, aber Borderline ist nicht die histrionische Persönlichkeitsstörung. Ein Zitat, was ich gefunden habe, was ich sehr, sehr treffend fand, it's a lot like being inside a burning building and yelling for help, while a fireman outside says, what are you so upset about? Just climb over the rubble and come on out. Als Borderliner sehe ich aber gar nicht, dass ich einfach nur einen Schritt über diesen Schutt machen kann. Natürlich wirkt es auf den Feuerwehrmann, als ob ich gerade komplett hohl drehe und hey, was machst du so ein Drama? Aber wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht machen. Marsha Leinen hat es auch gut beschrieben, dass wir Borderliner diese emotionale Schutzschicht, Schutzhaut nicht haben. Deswegen reagieren wir auf den kleinsten Reiz sehr extrem. Bei Borderline ist es noch ein großes Problem zu vertrauen. Wir haben grundsätzlich Angst zu vertrauen, uns fehlt das Urvertrauen. Vor allem haben wir auch Angst, dass unser Vertrauen missbraucht wird. Deshalb lassen wir fast niemanden an uns ran, sondern verstecken uns hinter zig Mauern. Wir grenzen uns sehr oft sehr deutlich ab, was dann rabiat, aggressiv und arrogant wirken kann, aber eine eigene Schutz für uns selbst ist. Mein Therapeut hat es sehr schön beschrieben, auch heute wieder. Er meinte, normale Menschen können zwischenmenschliches Karate, Tanja, können miteinander umgehen. Du lässt die Menschen aber gar nicht erst an dich ran. Du schießt auf 10 Kilometer Entfernung mit einem Panzer auf die Leute, dass sie nicht zu nahe kommen. Ja, das ist Borderline. Let me tell you a secret about Borderline. Es gibt keinen größeren Vertrauensbeweis, als wirklich die Extreme eines Borderliners authentisch zu erleben, wirklich zu wissen, wie sich ein Borderliner gerade wirklich fühlt. Das Vertrauen eines Borderliners ist etwas Besonderes, eben weil wir Menschen nicht an uns ranlassen. Was ihr, glaube ich, auch schon gehört habt, wir Borderliner denken ganz oft schwarz-weiß. Das ist eines der typischen Stereotype, was aber auch ehrlich gesagt zutrifft. Borderliner denken in schwarz und weiß.
Wir haben alles oder nichts denken, wir haben jetzt oder nie denken. Diese Extreme sind natürlich ein großes Problem in der Therapie, weil es gibt einen kleinen Grund, aus dem der Therapeut uns irgendwie kommt uns irgendwie doof. Wir so, die Therapie macht keinen Sinn mehr, ich breche das ab. Weil wir auch ständig misstrauen. Wir hinterfragen ständig die Motive und Gedanken unseres Therapeuten, sind immer wieder versucht, die Therapie abzubrechen. Und die Lösung für dieses Schwarz-Weiß-Denken kann nur individuell funktionieren, auf einzelne Probleme bezogen. Die Tendenz zum Schwarz-Weiß-Denken bleibt immer. Bei mir ist es jetzt so, dass ich eine Komorbidität mit ADHS habe. Das heißt, ich bin sowieso schon sehr impulsiv. Ich kann nicht warten. Ich kann auch im Supermarkt nicht warten. Und ich kann keine ungeklärten Situationen aushalten. Ich kann dieses, ja, ich warte jetzt, ob mir jemand antwortet oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Es geht nicht, auch Open Ends in Serien oder so. Nein. Hilfreich bei Borderline ist ein analytisches, reflektiertes Denken, dass wir verstehen, warum etwas passiert. Nur das macht halt das Umfeld, die Angehörigen dann halt wahnsinnig. Der für mich wichtigste Skill war radikale Akzeptanz. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das hat mir mein Mathelehrer in der 3. Klasse ins Poesiealbum geschrieben. Ich habe das nie verstanden, was er mir damit sagen wollte. Und als ich dann die DBT gemacht habe, habe ich gemerkt, wie wahnsinnig kraftvoll dieser Skill ist. Radikale Akzeptanz heißt, die Situation ist so, wie sie ist, sonst wäre sie anders. Ich muss jetzt damit klarkommen, dass ich diesen Talk eingereicht habe, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Radikale Akzeptanz ist das Gegenteil von mit dem Kopf durch die Wand wollen. Die Situation so hinnehmen, wie sie ist. Und durch Skills erkennen wir Borderliner. Ich kann Farben sehen, ja okay, Graustufen bei manchen Sachen. Und warten, auf etwas hinarbeiten, ist eigentlich irgendwie ganz spannend. Und oft ist es doch viel interessanter, jetzt darauf hinzuarbeiten, diesen Talk zu schreiben, als ihn jetzt fertig zu sehen oder ihn zu halten, anstatt dass er dann vorbei ist und das war's. Und durchhalten lohnt sich. Ich weiß nicht, wie oft ich selber überlegt habe, ich breche diesen Talk ab, ich bin komplett durcheinander, ich sack ab. Aber jetzt stehe ich hier und eigentlich finde ich das ganz gut, dass ich hier stehe. Das wird in der Regel wie dieses Denken zwischen den Extremen zusammengefasst als ich hasse dich, verlass mich nicht. Es ist auch eines der bekanntesten Bücher über Borderline, was ich auch immer noch, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, empfehle zu lesen. Das ist wirklich gut. Wir Borderline schwanken ständig zwischen Abwertung, geh weg von mir, lass mich von deinem Arm runter, wie Batman, oder Idealisierung, bleib bitte da, ich hab dich lieb, lass mich nie alleine, wie Hope, die mich da festgehalten hat. Zu dieser Spaltung kommt, es ist ein frühkindlicher Abwehrmechanismus. Kinder können noch nicht emotional begreifen, dass eine Person gute Eigenschaften haben kann, aber trotzdem was Doofes macht. Mama ist böse, weil ich keine Schokolade bekomme. Es ist völlig egal, dass Mama mir gerade mich ins Bett gebracht hat oder so, sondern Mama ist jetzt böse. Und außerdem haben Borderliner hyperaktive Gehirnregionen für körperlichen und sozialen Schmerz. Deswegen eine extreme Hypersensibilität für Zurückweisung. Unser neuronales System springt auf die kleinsten Anzeichen für Zurückweisung an. Ja, oft zwischen den Zeilen und eingebildet. Ein Beispiel. Kam erst die Tage vor. Ein Freund schrieb mir, Tanja, es freut mich, wenn ich einen positiven Einfluss auf deine Psyche haben konnte. Doch eigentlich, total lieber Satz, ne? Aber er hat geschrieben, haben konnte. Bei mir geht's sofort los. Hä? Hat er gerade die Beziehung abgebrochen? Warum schreibt er nicht, wenn ich einen positiven Einfluss auf deine Psyche habe? Ja, das ist bei mir immer noch ein Problem und so sind ganz viele Borderliner. Ja, so, yeah, es ist Quatsch, natürlich ist es rational Quatsch, aber so verstehen wir Sätze. Und das Problem ist eben, dass wir ständig Angst vor der nächsten Enttäuschung vom Verlassenwerden haben. Und deswegen erkennen wir das schon, wenn es gar nicht da ist. Ein anderes Beispiel, eine Favorite Person, das erkläre ich euch gleich noch, und ich plane seit Wochen einen Videochat, um diesen Talk zu üben. Dann schreibt mir diese Favorite Person kurzfristig, du Tanja, ich bin kaputt von der Arbeit, außerdem bin ich gerade heimgekommen, wir haben spontan Besuch, das klappt heute nicht. Was bei mir ankommt, du bist mir nicht wichtig, ich kann dich enttäuschen, dein Talk ist mir doch egal, du bist mir egal. Das führt bei mir zu Abwertung, geh weg, Kratzbürste, Kontaktabbruch oder Situation verlassen und die Dauer ist unbekannt. Kann man tatsächlich nicht sagen, wie lange es dauert. Tipps für Angehörige, wenn du gerade von Spaltung getroffen wirst, mach dir bewusst, dass du jetzt gar nichts richtig machen kannst. Nur alles falsch, nur alles schlimmer. Egal, selbst wenn du sagst, du, ich hab dich doch lieb und es war nicht so gemeint. Es kommt definitiv falsch an. Aber mach dir als Angehöriger auch bewusst, es ist in der Regel nicht deine Schuld.
Und bitte habt Geduld mit uns Borderlinern. Bei mir ist es wichtig, Kommunikation, Nachfragen, sag mal, wie war das gemeint? Ich habe das so und so verstanden. Und ja, das ist dann anstrengend für die Angehörigen, wenn wir ständig nachfragen. Aber auch Kommunikation mit mir selbst, Denkmuster hinterfragen. Der hat doch jetzt nur gesagt, er ist müde von der Arbeit und blöderweise hat er noch Besuch da. Das heißt doch aber nicht, ich habe dich nicht mehr lieb, du bist mir egal. Was ich auch mache, ist andere Bezugspersonen um Rat fragen. Ein Tipp für Angehörige, wenn euch der Borderliner das Herz über jemand anderen ausschüttet. Nehmt uns bitte ernst, auch wenn euch die Reaktion und Wertung überzogen oder falsch erscheinen. Ja, natürlich, ein normaler Mensch sagt, der hat doch jetzt wirklich nur geschrieben, ich bin müde, wir haben spontan Besuch, es klappt heute nicht. Alles andere, was du gerade wertest, hat er nicht geschrieben. Und bitte den anderen nicht in Schutz nehmen. Keine Fallschirme aufspannen, um die Person zu schützen. Weil das Einzige, was da passiert, ist, dass du als dieser Angehörige, dem ich gerade das Herz erschütte, mit in diese Abwertung kommst. Und auch ganz wichtig, wenn euch ein Borderliner vertraut und euch so das Herz ausschüttet, bitte missbraucht dieses Vertrauen nie. Das sollte eigentlich in sozialen Interaktionen selbstverständlich sein. Aber ich sage es lieber einmal dazu. Ein Skill für Betroffene und Angehörige ist Stopp. Ich weiß nicht, ob ihr How I Met Your Mother gesehen habt. Lilly und Marshall machen das immer. So, Stopp, wir streiten uns gerade, es bringt nichts, lass uns die Situation verlassen. Lass uns entweder was anderes zusammen machen oder kurz nachdenken, was ist hier gerade los und dann wieder zusammenkommen und überlegen, besprechen wir das Problem jetzt oder gehen wir einfach weiter, war das Problem vielleicht gar nicht so wichtig. Eine extreme Steigerung dieses Schwarz-Weiß-Denkens ist die Spaltung aus Verlustangst. Borderline ist nicht die Angst vorm Verlassenwerden, Borderline ist die Panik, verlassen zu werden. Denn das gestörte Schema ist, alle Menschen wollen uns nur Böses. Borderline typisch ist immer das Schlimmste anzunehmen. Habe ich ja gerade schon gesagt mit diesem, dass ich dir helfen konnte. Ja, tschüss. Ein Beispiel nochmal. Freunde sind wie, was für ein Land ist das? Danke, genau. Freunde sind wie die Schweiz. Habe ich jetzt nicht aus politischen Gründen gewählt, sondern weil man das sonst ja ganz lange gesagt hat, Neutralität, neutral wie die Schweiz. Die Frage, die ich jetzt 2 Monate mit einem Freund, Freundin hatte, ist, können meine Freundinnen mit Menschen befreundet sein, mit denen ich Streit habe, mit denen ich wahnsinnig Probleme habe? Das Borderline-Denken sagt nein. Dann verlässt du mich auch noch und stellst dich gegen mich, du missbrauchst mein Vertrauen. Nein. Jetzt habe ich ein Beispiel für euch. Der betroffene Freundin hat gesagt, ich darf die Twitter-BN posten. Ist ja anonym. Ihr seht da schon, dass ich bei dieser Person gemerkt habe, dass diese Abwertung nicht lange dauern wird, es gerade aber nicht anders geht. Und es ist tatsächlich so, dass es möglich ist, der Mann hat es bei mir auch gemacht, aus der Borderline-Spirale auszusteigen, aus dieser Abwertung und Spaltung. Und diese Person ist gerade auf einem sehr guten Weg, dass sie das auch schafft. Ich habe in Großbuchstaben geschrieben, so, was hat diese Person alles richtig gemacht? Hat geschrieben, hat meine Gefühle ernst genommen. Es tut mir leid, dass ich bei dir diesen Eindruck erwecke. Hat mir keine Vorwürfe gemacht dafür, dass es bei mir so ankommt. Hat aber auch nicht die Schuld übernommen. Dass ich dich teilweise tatsächlich nicht verstehe, kann ich kaum leugnen, aber das ist keine Absicht. Und die Person hat meinen Break akzeptiert. Ich sehe ein, dass du auf jeden Fall Ruhe brauchst. Was die Person aber noch gemacht hat, ist zu sagen, ich bin da, indem sie gesagt hat, ich schreibe nicht weiter, ich warte ansonsten, bis von dir ein Lebenszeichen kommt. Die Verlustangst nicht getriggert. Borderliner sind übrigens auch wie Kleinkinder. Das ist ein Kinderfoto von mir. Ich finde schon lange, dass das Lied Nessaya aus Tabaluga, ich wollte nie erwachsen sein, Borderline sehr gut beschreibt. Ich wollte nie erwachsen sein, habe immer mich dagegen zur Wehr gesetzt. Nach außen, aber auch gegen mich selbst, wurde ich hart wie Stein. Wir Borderliner haben Stimmungsschwankungen wie Kleinkinder. Beim Kleinkind sagt man ja, das Kind fällt, schürft sich das Knie auf, heult, ist trotzig, weil Mama es nicht festgehalten hat, Oma kommt, gibt ein Stück Schokolade, ist vergessen alles. Ja, ähnlich ist es bei Borderline auch tatsächlich. Das Problem daran ist aber, dass unser Tempo halt auch genauso ist. Während ich schon 12 Schritte weiter bin, der Streit ist vergessen, verarbeitet mein Gegenüber diesen Streit noch, wie es bei Erwachsenen eben so ist. Borderline bedeutet, immer wieder in frühkindliche Verhaltensweisen zu fallen, also Trotz, Schwarz-Weiß-Denken, Impulsivität mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und natürlich stehen wir uns damit auch selbst im Weg, und selbst wahrscheinlich am allermeisten. Skurrilerweise haben die meisten Borderliner aber den Kontakt zum inneren Kind komplett verloren.
Wir checken gar nicht mehr, dass wir dieses Kind haben. Deswegen gibt es in der Therapie das Ziel, Arbeit mit dem inneren Kind, das innere Kind an die Hand nehmen, sein Alter verstehen, weil natürlich ist es ein Unterschied, ob mein inneres Kind 3, 6 oder 12 ist. Entsprechend dann seine Bedürfnisse erkennen und für dieses innere Kind sorgen. Aber auch diesem inneren Kind Gefühle so zu erklären, wie es Kinder verstehen. Kinder haben noch nicht den großen Unterschied zwischen Liebe, Kinder lieben den Sandkastenfreund und meinen damit Freundschaft. Und auch spezielle Skills für das innere Kind fördern. Ich hatte in der stationären Therapie, hatten wir alle 30 in den verschiedenen Gruppen immer Kuscheltiere. Auch wirklich in der Therapiestunde mit uns dabei. Der Mann und ich haben heute noch kindische Bettwäsche. Ich habe kindische Tattoos, alles für mein inneres Kind. Ich sage immer, ich bin ein Kinderbuch. Und bei mir sind es die Freizeitparkbesuche eben auch für das innere Kind. Wenn ich länger keine Lust mehr auf Freizeitpark habe, dann stimmt irgendwas mit mir nicht. Das weiß der Mann dann auch. Irgendwie ist es gerade irgendwie so da komisch. Für Angehörige bedeutet das innere Kind, bitte sieh mein inneres Kind auch und gerade dann, wenn es ängstlich, traurig, wütend oder trotzend ist. Wenn dich der Borderliner wütend anschreit, ist es vermutlich gerade das verzweifelte innere Kind, das sich nicht anders zu helfen weiß. Kinder haben ja noch nicht die Möglichkeiten zur Konfliktlösung und Kommunikation wie wir Erwachsene. Der Borderliner reagiert dann eben wie ein Kind. Woran man den Status des inneren Kindes erkennen kann. Ich habe es euch eben schon eine Textnachricht von mir gezeigt, Großbuchstaben, da bin ich sehr gut drin. Tonfall und Ausdrucksweise. Die betroffene Person, die ich eben zitiert habe, meinte, bei mir merkt es daran, ich bin nicht mehr so eloquent, ich habe keine Fremdwörter mehr drauf, ich schreie eigentlich nur noch. Andere Borderliner haben Mimik und Gestik, vor allem sind wir aber rationaler Ansprache nicht mehr zugänglich. Und ja, der Borderliner verhält sich gerade wie ein Kind im Wutanfall. Also, dann geh bitte auch mit diesem Kind als Kind um. Für den Streit mit dem inneren Kind des Borderliners ist es ganz wichtig, zuhören, nicht nur so tun. Kinder sind unheimlich sensibel dafür, wenn ein Mensch nur so tut, als würde er dem Kind zuhören. Du musst die Probleme deines Borderliners im Kindmodus nicht lösen. Du musst aber nur da sein. Du kannst für dieses Kind jetzt nicht lösen, dass es gerade eine Schaufel auf den Kopf bekommen hat. Aber du kannst es trösten. Und die Gefühle des Borderliners validieren, aber nicht das Verhalten. Nein, es ist nicht normal, dass sich eine fast 40-Jährige aufführt wie ein 5-jähriges Kind. Aber diese Gefühle, die dahinter stehen, validieren. Wie schon angesprochen, wir Borderliners sind im inneren Kindmodus rationalen Argumenten nicht zugänglich. Es bringt nichts, das jetzt zu diskutieren. Lass uns später reden. Jetzt sei erstmal für mein inneres Kind da. Und bitte sei dem inneren Kind eines Borderliners nicht böse. Es kann ja auch nichts dafür. Wenn du aus der Situation gehen musst, denk an die Verlustangst des Borderliners. Wir Borderliner sind Bindungstyp C und diesen Bindungstypen bei Kindern. Wir versuchen, jegliche Form der Trennung zu vermeiden, reagieren allein schon beim Gedanken ängstlich, dass uns jemand verlassen kann. Deswegen bitte nehmt diese Verlustangst des Borderliners ernst. Kommuniziert im Streit eure Grenzen. Wenn ihr eine Streitsituation verlassen müsst, sagt dem Borderliner, dass ihr wiederkommt. Das innere Kind weiß das nicht. Ich bin seit 22 Jahren mit meinem Mann zusammen, seit 18 verheiratet, aber mein inneres Kind ist doch erst 5. Das weiß doch nicht, dass ich seit 18 Jahren der Mann mich trotz allem liebt. Also muss er das dann trotzdem sagen. Ich komme wieder. Ich gehe jetzt im Block, aber ich komme wieder. Und nochmal zur Schweiz. Die wichtigste Aussage in der PN dieses Freundin, ich warte ansonsten, bis von dir ein Lebenszeichen kommt. Tanja, du hast keine Angst für Verlust. Du hast keinen Grund für deine Verlustangst. Ich bin ja noch da. Ganz wichtig ist mir auch, die Verlustangst bei Borderline ist immer da. Nicht nur im Streit, immer. Da habe ich auch noch Beispiele für euch. Wenn der Mann auf den Kongress geht, ist es so, dass ich schon, eigentlich im Prinzip ist jetzt schon der Gedanke, okay, ist jetzt im Dezember wieder ein Kongress, dann bin ich 5 Tage allein, ich kann ja nicht mitgehen. Okay, wie komme ich da zurecht? Ich muss alleine schlafen, ich habe Angst in der Wohnung, was tue ich? Und das ist auch so, für Außenstehende wirkt es oft wie Kontrollzwang, aber Sicherheit für das innere Kind und die Verlustangst. Wenn der Mann um 17 Uhr nicht erreichbar ist, ist es noch okay, also auf dem Kongress, Tag 1, 17 Uhr nicht erreichbar. Okay, ich probiere es um 18 Uhr nochmal. Wenn er dann nicht erreichbar ist, werde ich langsam ziemlich nervös. Dann versuche ich es über Telefon, Signal, Twitter, alles Mögliche. Und
spätestens um 18.30 Uhr bricht die richtige Panik aus. Oh Gott, ihm ist was passiert und es hat mich noch niemand angerufen, weil niemand weiß, wo er ist. Deswegen haben wir die Vereinbarung, wenn er auf dem Kongress ist, schickt er mir morgens, so, ich bin heute bei den und den Talks, oder er guckt, dass er irgendwie erreichbar ist oder dass andere auch gucken, was ich twittere oder so, dass sie mich sehen, wenn was ist. Worauf wir auch sehr heftig reagieren, wir Borderliner, ist Routinen. Beispiel, ich habe es mit einer Freundin so, dass wir uns abends immer schreiben, ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht, ich habe dich lieb. Und die Antwort ist dann irgendwie sowas, ich habe dich mehr lieb oder ich hab dich am allermeisten lieb. Wenn sie damit plötzlich aufhören würde und ich wüsste nicht, warum sie das macht, kann ja mal sein, sie ist krank und schläft gerade sowieso, dann geht bei mir sofort los, sie hat diese Routine unterbrochen. Sie hat mich nicht mehr lieb. Sie will nicht mehr mit mir befreundet sein. Das ist diese Verlustangst bei Borderline. Es gibt das Vorurteil, dass wir Borderliner beziehungsunfähig sind. Ja, ich glaube, ihr habt es durch den Talk bisher jetzt schon verstanden. Freundschaft, Beziehung mit Borderline ist ziemlich schwierig, weil wir sehr, sehr anspruchsvoll auch sind. Wir werden immer wieder an den Motiven und der Zuneigung von Freunden, Freundinnen oder Partner, Partnerin zweifeln und diese Verlustangst haben. Und Angehörige werden mit ins Wildwasser-Rafting oder auf die Achterbahn gezogen. Wie gesagt, allein schon, weil man es mitbekommt, dass es dem Borderliner nicht gut geht. Borderliner wirken auf Außenstehende anders, weil wir so emotional reagieren und scheinbar traumatisieren. Wie gesagt, wir können nicht anders. Wir denken anders, wir hinterfragen Sachen. Wir sind sehr rigoros darin, Menschen abzublocken. Wir können keine Bekanntschaften führen. Für Borderliner ist es immer, ich bin in einer Freundschaft oder die Person gibt es nicht, mehr oder weniger. Es gibt bei Borderline, das habe ich jetzt auch durch den Talk erst gelernt, Favorite Persons. Favorite Persons sind die aktuell engsten Bezugspersonen, oder nur eine Bezugsperson des Borderliners. Die sind der Fokus der Aufmerksamkeit, Stabilität und Stimmung. Das heißt, es ist ganz extrem, wenn sich diese Favorite Person nicht meldet, dann werden wir sofort panisch, weil die Personen am stärksten von Verlustangst betroffen sind. Das führt dann auch ganz krass zu Klammern bei ausbleibender Reaktion. Wenn also ein Borderliner ein Bild, keine Ahnung, von der GPN schickt und diese Person antwortet nicht, dann geht sofort die Verlustangst hoch und dann kommen noch mehr Nachrichten, was ja eigentlich gerade schwachsinnig ist, wenn die Person gerade mal Pause braucht. So, das Problem ist, dass es aktuell kein Thema für mich ist. Ich habe das erst durch den Talk mitbekommen. Ich glaube, ihr merkt es auch, das beschäftigt mich total, weil es für mich einige Beziehungen in meinem Leben neu betrachten lässt, aber auch erklärt, dass ich das hatte. Deswegen habe ich für mich selber den Stop-Skill angewendet. Und wenn ich den Talk nochmal halte, kann ich, glaube ich, mehr dazu sagen. Aber ich habe mir gedacht, irgendwie ist das wie Chefkatze NASA. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Katze ist der Chef im Haus und der Geek muss es ausbaden von 2018 gesehen hat. Da hatten wir NASA so beschrieben, so, wenn ich nicht da bin, ist die Katze schlecht gelaunt. Außerdem merkt sie schon, wenn ich weggehe, also wird sie panisch und zickig. Und das Krasseste, was sie mal hatte, sie wurde von der Biene gestochen. Ich habe dann gesagt, dir geht's doch aber gut, ja. Also Fuß gekühlt, die ist doch tagelang gehumpelt, aber nur, wenn sie mich gesehen hat. Beim Mann war sie egal. Das beschreibt dieses Favorite Person eigentlich ganz gut, wenngleich ein bisschen übertrieben. Was ich nochmal sagen wollte, Borderliner sind mehr als unsere Psyche. Meine Persönlichkeitsstörung bestimmt nicht, wer ich bin, sie beschreibt es aber. Ja, wir sind anstrengender als andere Menschen, aber am meisten für uns selbst. Stellt euch mal vor, ihr seid gleichzeitig Vulkan, Achterbahn, Kleinkind und mitten im Wildwasser-Rafting. Ich glaube, das möchte man nicht freiwillig. Aber was uns in der Therapie mal gesagt wird, Borderliner bringen auch Besonderes in soziale Interaktionen. Ich habe es schon angesprochen, das Vertrauen eines Borderliners zu haben, ist was Besonderes. Hatte ich euch diese Folie hier gezeigt. Wenn ihr das Vertrauen eines Borderliners so gewinnt, dass ihr wirklich unsere Extreme mitbekommt, dann sagt es was über euren Charakter aus. Weil ihr habt es geschafft, dass euch eine Person, die wahnsinnige Angst davor hat, dass ihr Vertrauen missbraucht wird, dass sie verlassen wird, euch vertraut. Und ihr dürft auch mal stolz auf euch sein, dass ihr irgendwas so richtig gemacht habt. Wir Borderliner lieben Partner und Freunde von ganzem Herzen, aufrichtig und authentisch, weil wir sind zu 100% in sozialen Interaktionen. Wir führen, wie gesagt, in der Regel keine Bekanntschaften. Bei uns ist es alles oder nichts. Und wir Borderliner sind treue Seelen, wirklich loyal zu unseren Herzensmenschen. Wir würden nie Vertrauen missbrauchen, ist ja auch klar, weil wir haben ja selber Angst, dass unser Vertrauen missbraucht wird. So, jetzt war ich deutlich schneller, als ich dachte. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Der Applaus hat jetzt nur dir gehört. Zu Hause habe ich 10 Minuten länger gebraucht. Du warst perfekt in der Zeit. Alles ganz, ganz super. Wir haben glücklicherweise Zeit für Fragen. Während ich habe hier ein Mikro. Wenn ihr eine Frage habt, wedelt doch bitte kurz mit einer Extremität, die ich sehen kann. Und ich bring euch das Mikrofon für die Frage, damit wir sie auf dem Recording haben. Ich habe aber keine Mannerschnitten im Angebot dafür. Ja. Ich brauche die Leute nicht bestechen. Genau, du kannst das besser. Ich nutze die Gunst der Stunde, dass ich das Mikro schon in der Hand habe. Du hast vorhin von normalen Menschen gesprochen. Was in ist das? In Anführungszeichen. Normal im Vergleich zu Borderline. Okay. Das wird tatsächlich in der Fair Therapie enough. So unterschieden. Normales Denken, Borderline-Denken. Natürlich ist es Quatsch, aber... Okay. Fragen? Keine Fragen? Doch, bitte. Wie ist es? Also ich kann es mir ein bisschen schwierig vorstellen, dass man manchmal... Also man hat ja auch andere Persönlichkeits... Also man hat ja eine Persönlichkeit, also eine ganz normale Persönlichkeit, Sachen, die man gerne hat, die man gerne macht und so. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie schwierig ist, wenn das irgendwie nicht durchkommt. Also ich kenne das irgendwie von vielen anderen Sachen, dass man ganz oft für eine Sache in der Gruppe ist. Ne? Man ist irgendwie der aus keine Ahnung wo oder der das gerne macht oder so. Und dann werden ganz viele andere Aspekte irgendwie vergessen. Und wie ist es, wenn, weil das ist ja etwas, was so einen riesigen, es frisst ja irgendwie so ganz viel, ne? Ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was deine Frage jetzt konkret ist. Habt ihr es verstanden? Ja, ich glaube, ich habe die Frage tatsächlich nicht so wirklich durchgedacht. Aber wie wäre das zum Beispiel, also wie stellt man irgendwie sicher, dass man seine Persönlichkeit irgendwie trotzdem irgendwie durchzeigt oder so, oder... Das ist eine gute Frage. Wie stelle ich sicher, dass ich meine Persönlichkeit trotzdem zeige? Weil das ist ja, also ja, du hast ja über diese Vorteile gesprochen. Und das sind ja Vorteile mit einer Person, die Borderline. Ja, ich habe ja auch über Nachteile gesprochen. Genau. Nee, aber ich meine, die Vorteile, wenn jemand Freund von dir ist, ist, dass er Freund von dir ist und dich als dich kennt mit den ganzen anderen Sachen. Ne? Ja. Aber jetzt, ich glaube, in der Gruppe steht Borderline in der Regel tatsächlich auch für die Hobbys, halt, die wir dann auch wieder extrem verfolgen. Also ich bin eben, oder auch die sich immer um alle kümmert, die für alle da ist, die mit einer Freundin morgens aufsteht, weil deren Mama operiert wird und sie braucht mich jetzt, dieses 100% für die Freunde da sein. Das ist, glaube ich, das, wofür also ich zumindest stehe. Aber da alle Borderliner unterschiedlich sind, kann ich dir nicht sagen, wofür andere stehen. Dankeschön. Warte, ja, komme. So, also eins der Symptome von Borderline ist ja, dass man seine Persönlichkeit nicht von Außeneinflüssen stark abgrenzen kann, weil diese selektiv permeable Membran, die bei normalen Menschen halt durchgehend ist, immer Außeneinflüsse zulässt. Wie gehst du persönlich damit um, wenn zum Beispiel wie momentan im Johnny Depp Case die Borderline-Persönlichkeitsstörung als manipulativ hingestellt wird und man sieht, dass sehr viel Missverständnis wieder in der Gesellschaft aufkommt. Deswegen. Soll ich die Frage wiederholen? Eigentlich? Du musst sie nicht wiederholen. Okay. Ich habe tatsächlich für mich die Lösung gefunden, ich grenze mich gegen diese Johnny Depp Amber Heard Sache ab, weil es bringt nichts. Ich würde mich wahnsinnig aufregen, ich würde mich da reinsteigern, was für ein Schwachsinn da schon wieder geschrieben wird. Und bei ihr hieß es ja auch, dass sie es dramatisiert. Anfangs habe ich gedacht, ich baue diesen Talk auf der Johnny Depp Amber Heard Sache auf. Dann habe ich gemerkt, es wird mir so viel Schwachsinn über Borderliner behauptet und auch dieses, sie wurde diagnostiziert, obwohl die Psychologin sie nie gesehen hat. Ich versuche mich abzugrenzen, weil ansonsten würde ich nur ausrasten. Frage beantwortet. Wunderbar, wir hätten die nächste. Ja, meine Frage bezieht sich so ein bisschen auf das Thema Co-Abhängigkeit. Also es gab ja jetzt sehr viele Ratschläge, was Angehörige tun sollen in dem Moment, die ja auch hilfreich sein können. Birgt das nicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann als von Borderline betroffene Person sehr darauf verlässt und dann quasi wirklich eine ernsthafte Abhängigkeit von einer anderen Person entwickelt? Das ist das Thema Favorite Person, wo ich gesagt habe, ich kann es gerade nicht drauf eingehen, weil, ja, aber es ist eben auch das, ich glaube,
Menschen in meinem Alter sollten in der Lage sein, wenn der Mann auf den Kongress fährt, 5 oder 6 Tage allein klarzukommen. Dass es mich so aus der Bahn wirft, wie ich auch gesagt habe, beschreibt, das glaube ich, ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage. Weitere Fragen? Ja. Einfach reinreden, möglichst nah zum Mund. Also ich habe 2 Fragen. Und zwar zum einen mit dem Abgrenzen, was du angesprochen hattest in der, also wie das sich am besten praktisch umsetzen lässt und diese Grenze ziehen und wo sich auch Angehörige dann Hilfe holen sollten vielleicht. Entschuldigung, du fragst gerade eine Betroffene, wie Angehörige am besten damit umgehen. Ich halte das, also wenn ich das wüsste, wäre ich, glaube ich, selber Angehörige und nicht Betroffene. Aber tendenziell ist es, glaube ich, nie falsch, mit dem Hausarzt zu reden oder so, aber schwierig, da irgendwie einen Rat zu geben, weil, wie gesagt, ich bin betroffen. Vielleicht kann euch der Mann dazu was sagen. Ich bin jetzt nicht dein Mann, aber... Ja, wenn du was dazu sagen kannst. Nee, aber sich Hilfe zu holen in so einer Situation ist prinzipiell nie falsch. Wenn man mit einer, wenn man mit jemandem, ja. Wenn man Hilfe... Wenn man aber Hilfe er hat ja gefragt, wo? Psychologe, mal Hausarzt gehen und dann weiter durchfragen. Also Sozialarbeiter. Ja, persönliche Meinung. Ja. Also es geht vor allem so um... Mal googeln. Ja. Ja. Nein, ist okay. Dafür sind wir ja da. Ich wiederhole es nur, damit wir es am Recording haben. Googeln, YouTube schauen. Und dort ist noch eine 2. Frage. Ja, also es geht dann vor allem so um Extreme, aber auch in die Richtung... Also du beschreibst das vorhin mit dem inneren Kind. Ja. Und also ich finde das oft sehr schwierig, weil ich mit erwachsenen Menschen anders umgehe als mit Kindern. Mhm. Und bei Kindern auch klarer Grenzen setzen kann, den Kindern, so wie ich das bei erwachsenen Menschen nicht tun würde, denen nicht irgendwelche Vorschriften machen würden oder so, oder nein, das geht jetzt nicht. Und das finde ich sehr schwierig. Aber es geht ja nicht darum, Erwachsenen Vorschriften zu machen, sondern zu sagen, das hier ist meine Grenze. Also nicht sagen, du darfst nicht, sondern ich komme nicht damit klar, wenn du dies und dies machst. Du darfst, ich komme nicht, also Grenze setzen, nicht Vorschriften machen. Also ich zumindest empfinde das als Unterschied, ob ich sage, du darfst es nicht oder ich komme damit nicht klar, das ist meine Grenze. Danke. Einfach zurückgeben. Hat es die Frage beantwortet? Weitere Fragen? Ich muss nicht mehr ein bisschen schauen, weil da die Säulen nämlich sind. Einfach, ich komme. Schön zum Mund hin. Du hast die Problematik angesprochen mit dem Alleinessein, wenn dein Mann auf einem Kongress ist. Möchtest du darauf eingehen, wie sich das äußert oder auch darauf eingehen, wie du damit auch dann umgehst? Ja, du hast angesprochen mit den Chatnachrichten, aber das ist ja nur ein Aspekt davon. Also tatsächlich ist es so, ich weiß gar nicht. Wisst ihr schon, ob ein Kongress stattfindet dieses Jahr? Okay. Guter Versuch. Ja, ne? Das er war, glaube ich, zum ersten Mal beim 31C3, da wusste ich das ja schon beim 32 ab Dezember, er geht. Tatsächlich habe ich ihm dann auch das Hotel, jetzt geht er wieder raus, der war doch gerade da. Er hat gerade reingeguckt. Ich habe eben das Hotelzimmer gebucht, also mich selber darauf vorbereitet. Und wir haben dann auch gesagt, okay, diese Selbstfürsorge klappt nicht, wenn er weg ist. Deswegen hilft er mir dann, Mahlzeiten zu richten. So, ich schreibe einen Speiseplan für diese Woche. Er kauft es ein, weil aufgrund der Angststörung kann ich nicht gut ins Haus verlassen, einkaufen gehen oder so. Das ist schon toll, dass ich hier bin. Er plant es dann mit mir. Also wie gesagt, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Er geht einkaufen, er plant es mit mir, er richtet mir, dass ich dann... An dem Tag, am ersten Tag habe ich dann morgens Brötchen und einen Belag. Dies dann feste Routinen. Tatsächlich ist es auch so, weil ich sehr ungeschickt bin, macht er mir normalerweise morgens Saftschorle, 1,5 Liter, und die friert er mir dann ein für die Woche, dass ich sie mir jeden Morgen auftauen kann, dass ich das habe, damit diese Selbstfürsorge abgedeckt ist. Dann weist er mich auch abends darauf hin, Tanja, hast du die Katzen bloß gemacht? Weil normalerweise ist es auch wegen körperlichen Problemen seine Aufgabe. Und
Ich versuche mich auf die Katzen zu konzentrieren oder abzulenken. Das Gute ist, an Weihnachten kommen normalerweise in der ARD Märchenfilme. Märchenfilme sind so toll für das innere Kind. Dann einfach den ganzen Tag Märchenfilme gucken. Und ich habe auch feste Routinen. Jetzt lacht bitte nicht, aber ich gucke seit x Jahren die Helene Fischer Show. Dann weiß ich, am zweiten Weihnachtsfeiertag abends um 20.15 Uhr gucke ich die Helene Fischer Show. Habe also was schon seit Tagen, wo ich mich darauf vorbereiten kann. Genau. Oder das mit dem Schlafen. Ich weiß, dass es nicht klappt die Woche. Ich versuche es und dann sage ich mir abends, ich versuche es, wenn es nicht klappt, ist es in Ordnung. Wenn ich morgens feststelle, ich habe eine Stunde geschlafen, dann lobt mich der Mann auch dafür und ich versuche mich selber dafür zu loben. Also dann wirklich, ich glaube, Fokus auf das innere Kind ist ganz wichtig dann. Und irgendwie kriege ich diese Woche rum, auch mit radikaler Akzeptanz, aber ja, beantwortet es die Frage. Danke. Und wir sind dir immer sehr dankbar, dass du uns deinen Mann für eine Woche borgst. Weitere Fragen? Ja. Entschuldigung, ich habe hinten einmal eine. Das ist wegen meinem Fitnessprogramm. Tut dir auch mal ganz gut, so wie du vorhin deine Herolde rumgescheucht hast. Hast du Tipps für Menschen, die ein Kind mit einem Borderliner haben? Nein. Tut mir leid, aber das ist wieder die Frage mit dem Angehörigen und ich finde es unheimlich schwierig, Angehörigen, mehr als das, was ich hier in dem Talk gemacht habe, aber auch, such dir Hilfe. Unbedingt, ich glaube, der Kinderarzt kann vielleicht auch ganz gut helfen, aber da ich auch keine Kinder habe, nee, sorry. Warte, dann komme ich mit dem Mikro zu dir, dann du darfst du reingrätschen. Du bist irgendwann dran. Ist voll okay. Entschuldige, da vorne, warte eine Sekunde noch. Ich will dir jetzt überhaupt nicht reingrätschen, aber bei Kindern wird ja dementsprechend überhaupt noch gar kein Borderline diagnostiziert. Moment, ich glaube, die Frage war, wenn genau, Partner, Partnerin Borderline ist und ein gemeinsames Kind da. Kind. Also deswegen frage ich nach dem Alter, wenn du ein Kind hast. Genau. Und deswegen darf man da ja erst ab einem bestimmten Alter wird ja eher. Moment, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Deswegen, du hast die Frage falsch verstanden. Habe ich die Frage falsch verstanden oder du? Partnerin oder Partner. Der Partner okay. Ist Borderline. Also ging es doch um, der Partner, Partnerin hat Borderline, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, wenn man ein Kind mit einem Borderliner hat und dazu weiß ich nicht. Es ging nicht ums Kind, es ging um den Partner. Aber wichtiger Hinweis, Borderline wird auch erst bei Erwachsenen diagnostiziert. Ja. Und ich glaube, jetzt bist du dran. Ich überstimme da einfach mal den Leira. Ja. Du hast von Stimmungsschwankungen gesprochen. Mich würde es interessieren, wie abrupt diese Stimmungsschwankung ist, ob das wirklich zack und von happy auf sad und ob du ein Zeitfenster hast, wo du diesen Ausbruch vom Vulkan quasi kontrollieren kannst oder ob das sofort Ausbruch ist. Also vor der DBT kannst du das nicht. Das ist wirklich so zack, wie du gerade gesagt hast. Das hat auch ein bisschen was dann von manisch-depressiv. Es gibt irgendeinen kleinen Trigger und gerade fühle ich mich gut. Irgendwas passiert und dann ist es wieder schlecht. Nach der DBT hast du eben dein Spannungsprotokoll und merkst deine Anspannung. Und wenn du es schaffst, unter 70 zu bleiben, kannst du deine Anspannung ja kontrollieren. Es ist halt, wie gesagt, die DBT hilft nicht so viel, dass du ständig unter 70 bleibst oder so. Aber es wäre schön, wenn man das irgendwie vorhersehen könnte. Ja, einfach halten. Ich wollte mal wissen, wo liegt zum Beispiel der Unterschied zwischen Borderline oder anderen psychischen Erkrankungen, weil ich jetzt vorstellen könnte, dass da jetzt alle aus dem Saal gehen und denken, oh, ich habe bestimmt Borderline, ich habe auch mal Stimmungsschwankungen oder ich bin auch mal über 70 oder so. Ich hoffe, dem ist nicht so, weil ich euch ja diese gesagt habe mit den Diagnosekriterien. Die ich euch nicht benannt habe, weil es so unfassbar kompliziert ist, wo ich mir dachte, wenn euch das interessiert, könnt ihr dann auch einfach selber bei Wikipedia lesen oder so, die Symptome von Borderline, was zutrifft. Aber Selbstdiagnose ist sowieso grundsätzlich keine gute Idee, schon ganz bei Persönlichkeitsstörungen. Dann, wenn ihr denkt, es könnte so sein, nach dem Talk oder so, geht am Montag zum Hausarzt, sagt, ich denke es aus dem und dem Grund, weil Buschel hat da komische Sachen erzählt von Stimmungsschwankungen. Und redet mit dem Hausarzt über Borderline oder andere Persönlichkeitsstörungen, nicht selbst diagnostizieren. Ich habe hinten und dann bei dir. Warum wollt ihr alle so viel wissen? Ich habe noch gesagt, es wird keine Fragen geben.
Also genau, also wie bist du damit umgegangen, als du dann deine wunderschöne Diagnosenliste, ich habe auch ganz viel davon, bekommen hast? Weil ich hatte die Erfahrung gemacht, dass man, also ich fühlte mich dann so, als ob ich ein komplett dysfunktionaler Mensch bin und als ob es für mich niemals eine Hoffnung geben würde, weil alles irgendwie nicht funktioniert. Für mich ist es tatsächlich so, also ganz ehrlich, als ich die Diagnose ADHS bekommen habe, war ich wahnsinnig erleichtert, weil ich habe für die Diagnose ADHS habe ich jahrelang gekämpft, weil ich wusste, ich habe ADHS und es würde mir was bringen, wenn ich Medikinet bekomme. Und ich war so erleichtert, als diese Diagnose da war und ich Medikinet bekommen habe, weil der Mann und ich sofort gemerkt haben, es ist ein Riesenunterschied. Und bei Borderline ist es so, wie ich es in der Folie hatte, ich bin nicht meine Persönlichkeitsstörung, sie erklärt nur, wie ich bin. Und dadurch, dass ich gleich das in der Therapie bekommen habe, die Diagnosen in der Psychiatrie, hat es mir geholfen, mich besser zu verstehen. Also was du beschreibst, hatte ich nie. Your mileage may vary. Wie bitte? Your mileage may vary. Für dich, es kann für jeden ein bisschen anders sein. Ne? Ja, aber es hat ja mich gefragt, nicht dich. Nächste Frage. Was mich interessieren würde in der Darstellung mit dem Vulkan, gibt es nach so einem Ausbruch dann noch so einen kleinen Rutscher, wo es dann wieder in eine Entspannung geht, weil gar nichts anderes mehr möglich ist? Oder ist tatsächlich so das Einzige, was sinnvoll ist, ist eben mit der DBT das Ganze sozusagen wieder rückwärts abzubauen? Ja. Also es kann unterschiedlich sein. Bei mir ist es dann so, wie gesagt, bei der Talkvorbereitung, dass ich den Mann angeschnauzt habe und dann war es wieder besser. Aber es ist eben dieses, auf welche Anspannung kommst du mit diesem Anschnauzen zurück? Nicht unter 70, also geht es wieder von vorne los. Aber es ist eben auch was, das kann bei jedem anders sein. Gib mir das Mikro zurück. Bitte. Wer war das da hinten? Du warst das. Ja, du hast das mit der Favorite Person angesprochen. Was macht man, wenn man die Favorite Person ist, aber... Entschuldigung, darf ich dich unterbrechen? Ja. Ich habe das Stoppschild gezeigt, weil mich dieses Thema wahnsinnig belastet. Oh, Verzeihung. Und ich habe gesagt, ich kann das momentan noch nicht. Wenn ich nochmal einen Talk halte, würde ich mich darauf vorbereiten, aber ich muss das erst mit meinem Psychologen besprechen, weil es mich so wahnsinnig belastet. Tut mir leid. Tut mir leid, das hatte ich vergessen. Nein, alles gut. Ich dachte ja eigentlich, ihr fragt mich, wie viele Punkte ich im schriftlichen Mathe-Abi hatte, aber das will keiner wissen, ihr habt es vergessen. Du hattest es mit dem Spannungsprotokoll erwähnt und viel darüber gesagt und die Frage, ich hoffe, ich habe es nicht überhört und du hattest schon gesagt, wo dann wird diese Zahl wirklich festgemacht, weil man hat ja jetzt nicht irgendwie stehen, ich bin jetzt bei 70%, sondern wie genau merkt man, wo man ist? Das ist auch was, es gibt da dann vieles, viele Fragen am Anfang, so versuche auf deinen Herzschlag zu achten. Achtsamkeit. Ich hasse Achtsamkeit. Achtsamkeit funktioniert bei ADHS nicht. Versuch auf deinen Herzschlag zu achten, versuch auf deine Atmung zu achten. Ganz viele Fragen, die dich dann dazu bringen, auch morgens festzustellen, was ist meine Normalanspannung? Und das ist echt, es gibt Spannungsprotokolle, nicht nur diese Spannungsbögen, sondern Spannungsprotokolle, die du ausfüllst und irgendwann verstehst du das dann, das ist meine Normalanspannung und dann kann ich mich eintragen. Es gibt noch Fragen, wir haben nur jetzt zeitmäßig ein Thema. Tanja hat ihre Zeit perfekt getroffen, ihr perfekt vorgetragen. Es darf ich jetzt noch angeben, bitte mit meinem Mathe? Du darfst doch, ja bitte, bitte. 13 Punkte. Das ganze Theater war unnötig und mit Achtsamkeit wäre mir das nicht passiert. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, Tanja. Perfekte Zeit, super spannende Fragen, super tolle Antworten. Danke und noch einmal einen großen Applaus für die Tanja. Dankeschön. Dankeschön.